kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Returning New Balance. So, da vorne ist noch der Shrek. Ich musste da ein bisschen weglaufen, damit ich speichern kann. Und ja, der ist ganz schön stark. Ich weiß nicht, wie oder ob ich den besiegen kann. Vielleicht muss ich irgendeine andere Stelle finden, wo ich ihn dann doch mit dem Bogen attackieren kann. Oder im Wasser. Was ist, wenn wir baden gehen? Baden kommt da nicht mit. Wieso kommst du nicht mit baden? Das gefällt mir alles nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt besiegen soll. Mit dem Bogen mache ich jetzt auch nicht so viel Schaden. Blocken ist bei dem auch schwierig. Er hält halt wirklich sehr viel aus. Das Höchste, was er macht, sind dann doch Vierer-Kombinationen. Jetzt kriegt er Schaden über Zeit, das ist gut. Nee, doch nicht mehr. Der Typ. Ach, shit. Der Einzige, der jetzt wieder blutet, bin ich. Mein Mana... Ach, Mist. Also dieser Mana-Trank... Ich wollte versuchen, wie das mit Dings ist, mit der Seuche. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die hält. Da unten ist noch das kleine Flaschensymbol. Den hält er schon. Shit, jetzt hat er mich wieder erwischt. Ich muss nochmal abhauen. Das ist, glaube ich, bisher der stärkste Gegner, gegen den ich hier gekämpft habe. Dann. Obwohl, das Flaschensymbol könnte auch von der Heilung sein, ne? Nicht vom Gift. Ich habe vorhin noch nicht darauf geachtet, ob da dieses Flaschensymbol ist. Thank you.
Naja, gleich haben wir ihn ja. Auch wenn das echt schwierig war. Okay, er hat nicht gekrittet. Holy shit. Okay. Was haben wir denn noch zu tun? Jagd auf seltene Monster. Glaube. Dann gehe ich einmal zum östlichen Wald. Versuche ich mal, das Monster in der Skeletthöhle da noch ausfindig zu machen. Aber wenn das auch so stark ist, dann wird das hart. Ach so, habe ich eigentlich... Nee, noch nicht ganz. Brauche ja noch einmal Bogen. Und dann können wir uns einen neuen Bogen tragen. Es ist doch ein Minecrawler einfach. Okay, der war ultra einfach. In diesem Stein befindet sich die Seele des Wesens. Da weiß ich auch noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Die konnte ich ja hier auch nicht abgeben. Hey! Ich habe den Menschenfresser gefunden. Es war ein Oger. Ein Oger? Hier? Ja, der war ziemlich stark. Das überrascht mich nicht. Lee hat mir Gold gegeben für jene, die Bauern recht. Geh in den. Ich habe sie mir angeschaut. Dort war ein Tier, was aussah wie ein Crawler. Aber es hatte viel schärfere Klauen. Es hat damit Steine zerbrochen und die Geräusche verursacht. Von so etwas habe ich schon mal gehört. Du bist ein guter Jäger. Hier, nimm diese außergewöhnliche Flasche Wein. Ich habe ihn von Bospor und er wiederum von Konstantino. Du sollst ihn trinken. Wieso hat er jetzt eigentlich eine andere Stimme die ganze Zeit, die von Diego? Hast du noch mehr Informationen über diese seltsamen Monster? Nein, bisher noch nicht. Reichen dir die Nachrichten nicht aus? Falls du etwas Leichteres suchst, frag doch mal die Jungs. Falls ich doch noch mal was höre, sage ich dir Bescheid. Wegen der seltenen Trophäen, die dich interessieren. Ja? Was ist damit? Tja. Was ist das hier eigentlich? Ach, Nachricht des verfluchten Goblins. Und wenn du diese Nachricht liest, bedeutet das, dass ich tot bin und du mich umgebracht hast. Höre meine bescheidene Geschichte, Reisender. Ich lebte einst im Hafenviertel von Corinas. Ich war obdachlos und obwohl Farin, der Fischer, mich manchmal mit Essen versorgte, war das Leben trotzdem hart. Ich musste nicht nur stehlen, sondern auch auf andere Weise für meinen Lebensunterhalt sorgen. Eines Tages traf ich in der Stadt einen Magier namens Rekir, der für eine Weile vom Festland abgesegelt war. Ich wurde sein Assistent und half ihm, wo ich konnte. Ich verstand nichts von seiner Magie, aber ich erinnerte mich ständig daran, dass seine Arbeit unnütz sei und dass ich es besser gemacht hätte. Als der Magier nachts die Insel verlassen musste, stahl ich alle seine Wertsachen und ging in die tote Harpie, um zu trinken. Schon bald fand mich der Magier und bestrafte mich. Zum allen Überfluss verwandelte er mich in einen Goblin und ließ mich diese Notiz schreiben, wenn ich gewusst hätte, dass es so enden würde. Der Magier steckte mich in diese Höhle, obwohl hier schon ein Goblin namens Grimgash lebte. Er ist sehr stark und aus irgendeinem Grund denkt er, ich sei ein Weibchen. Oh je. Leg dich niemals mit einem Magier an. Das ist sehr verstörend.
So. Naja. Das ist für später. Das ist in Jakenda. Ich überlege, ob ich noch irgendwas machen kann. Jacks neue Pfeife könnte man machen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, anscheinend gehen wir jetzt nach Jakenda, oder? Ich glaube, wir gehen dann nach Jakenda. Mit den anderen Sachen komme ich erstmal nicht weiter, denke ich. Wobei ich gerne noch... Ah doch, das kann ich jetzt. Bogen. Jetzt haben wir Bogentalent 50. Da war denn nochmal der eine Typ mit dem... Der war das nicht, ne? Na verdammt! Ja, genau, er war's. Ach, verdammt! Was willst du? Erstmal will ich den hier anziehen. Sehr nice. Jetzt haben wir einen sehr geilen Bogen. Wie ist es jetzt? Bin ich jetzt gut genug? Na schön, du bewegst dich deutlich besser und deine Hand zittert auch nicht mehr so beim Schießen. Sehr schön, dann kannst du mir jetzt die richtigen Schusstechniken beibringen. Natürlich. Dafür brauchst du aber schon einiges an Erfahrung. Und natürlich Gold. Holy shit. 30 Lernpunkte? Alter. 30 Lernpunkte? Das ist aber ganz schön happig. Naja, dann teleportieren wir uns mal. Hier hin und laufen zu den Wassermagiern. Ich denke mal schon, dass sich das lohnen würde, ne? So, Freunde, ich mach da mal auf hier, ne? Find's mal so geil, wie er immer die Wand anguckt. Vielleicht haben sie noch was zu sagen in der Mod. Aber offenbar darf ich durch. Lesen. Hier steht wohl nichts. Die Steinwächter können also auch Blut werden lassen. Durchaus interessant. Ah ja, stimmt, die hauen an ja weg. Ein Morgenstern.
gar nicht schlecht eigentlich. Nicht so gut wie unsere Waffe, aber gar nicht schlecht. Ich muss ja sagen, ich will eigentlich gar nicht mit Satoras reden. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Ja, die haben in der ganzen Zeit nichts gemacht und warten nur, dass ich jetzt was tue. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen. Ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Dass Satoras wirklich denkt, dass irgendjemand sein Vertrauen juckt. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Mhm. So, erstmal aktivieren. Hier noch was Feines.
Sie haben jetzt extra einen Felsen hier hingebaut, dass man endlich mal hier auf das Dach kann. Das ist ja nett. Hier liegen immer noch Sachen, aber das hat das Irrlicht jetzt ja eh schon aufgesammelt. Naja, dann reden wir mal mit den anderen Wassermagiern, die mag ich auch viel lieber. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. Elixier der Vernunft, Intelligenz plus 2. Stört dich etwas? Ach, merkst du das auch? Während alle anderen Magier sich den Studien der alten Kultur hingeben können, muss ich mich um mehr weltliche Probleme kümmern. Die da wären? Ich bin für die Versorgung dieser Expedition verantwortlich. Also Nahrung, Tränke, Waffen, Fackeln und alles weitere muss ich alleine organisieren. Saturas möchte sehr lange hier bleiben und unsere Vorräte reichen kaum für ein paar Wochen. Und jetzt soll ich alles aus dem Nichts zaubern. Was willst du? Für den Anfang wäre Proviant gut. Wir haben nur recht wenig mitgenommen. Und hier kann man denn auch nicht einfach mal schnell auftreiben. Selbst tagsüber findet man nicht einmal mit einer Fackel einen Scavenger und sonst sind hier nur Blutfliegen und andere ungenießbare Kreaturen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich bin recht gut im Jagen. Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Ich brauche mindestens 50 Stück Fleisch. Das dürfte für einen Anfang genügen. Für alles danach wäre es gut, wenn man einen Vertrag mit den Piraten machen könnte. Es wäre gut, wenn sie uns dann weiter versorgen würden. Ich nehme an, sie werden wie alle Piraten Gold mögen. Gut, ich werde versuchen, das Fleisch aufzutreiben und mit den Piraten zu verhandeln. Adanos sei Dank. Vielleicht habe ich so ein paar Probleme weniger. Sag aber Saturas nichts darüber. Er denkt, für einen wahren Anhänger Adanos ziemt es sich nicht, mit solchen Leuten sich einzulassen. Aber natürlich interessiert er sich auch nicht für Fragen, wo ich Nahrung und unsere Vorräte herbekomme. Also in so einem Fall hätte ich mir jetzt eher gewünscht, dass, keine Ahnung, man die anderen Leute vom Ring damit betraut, wie zum Beispiel Cavalorn, der den ganzen Tag nur rumsitzt. Oder alle anderen, die auch den ganzen Tag nur rumsitzen. Vielleicht auch jemand, der hier auch noch zusätzlich hinkommt vom Ring. Hier ist dein Fleisch, so wie du es bestellt hast. Sehr gut. Wir werden also schon mal nicht verhungern. Hier, nimm diese Tränke als Dankeschön. Leider kann ich dir nicht mehr geben. Ja, das reicht schon. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt, wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut?
Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werk ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Nee, mit dem will ich nicht sprechen. Suchst du nach etwas Bestimmtem? In der Tat, ich versuche herauszufinden, ob die Erbauer Runen für ihre Magie benutzt haben. Laut Aufzeichnungen kannten sie das Konzept der Runenmagie, daher ist anzunehmen, dass sie es benutzt haben. Dennoch haben wir bisher keine gefunden. Hier im Tal gibt es viele Tempel, vielleicht könnte man dort eine finden. Leider habe ich keine Zeit, danach zu suchen. Wenn ich eine finde, dann sage ich dir Bescheid. Das wäre großartig. Dieses Wissen könnte uns bei unseren Studien helfen. Also ich würde es viel besser finden, wenn die nicht immer zusätzlich sagen würden, leider habe ich keine Zeit. Weil wenn einer Zeit hat, dann diese Leute hier. Aber an sich schon schön, dass man auch mehr mit Nefarius noch sprechen kann. Der hatte nämlich nach diesem Dialog, den wir gerade geführt haben, eigentlich nie mehr was zu erzählen für den Rest des Spiels. Vielleicht jetzt mit der Runenmagie des alten Volkes dann doch ein bisschen mehr. Achso, mit dir hatten wir schon. Ja komm, Opa, hey, dann. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Was denkst du über Raven? Im alten Lager war er die rechte Hand von Gomez und eine der einflussreichsten Personen in der Kolonie. Ich weiß nicht, wann er begonnen hat, dem Pfad des Bösen zu folgen, aber er ist bei allem sehr konsequent. Wir müssen ihn daher auf jeden Fall stoppen. Dennoch denke ich, dass Raven nur die Marionette eines bösen Willens ist. Der wahre Feind hat sein Gesicht noch nicht gezeigt. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Adanos möge dich schützen. Er sagt zwar immer wir, aber eigentlich meint er nur mich. Naja, wenigstens hat er seine Geschichtshausaufgaben gemacht und konnte uns die Geschichte erzählen. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt.
Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Wo waren die Banditen nochmal? Sie haben eine Art Festung mit vielen Vorposten im Osten. Um dahin zu gelangen, musst du durch den großen Sumpf marschieren. Wo hast du die Piraten gesehen? Sie liefen nicht weit von hier im Westen umher. Ich glaube, sie waren auf der Jagd. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Naja, danke, Reordian. Du bist in Ordnung. Hey du! Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Vielleicht ein Monat. Ein guter Monat. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Ich habe genug gehört. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Gibt es sonst etwas Interessantes hier? In Kanyon im Norden des Tals gibt es ein kleines Steingebäude, das scheinbar von den Erbauern verlassen wurde. Es sieht aus wie ein kleiner Tempel, mich erinnert es aber mehr an ein magisches Portal. Wenn du zufällig etwas darüber herausfindest, dann sag mir Bescheid. Gut, ich werde versuchen, daran zu denken. Okay, dann fehlt ja nur noch Myx hier.
Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Du siehst ein bisschen verwirrt aus. Weißt du, seit ich die Sprache der Erbauer erforsche, gibt es eine Frage, auf die ich bisher noch nie eine Antwort gefunden habe. Welche? Wir wissen bereits, dass die Erbauer Steintafeln benutzt haben, um Worte festzuhalten. Aber es wäre logisch, wenn sie ganze Bücher voll mit ihrem Wissen und Weisheit gehabt hätten. Im Norden des Tals gibt es einen großen Tempel. Vermutlich haben sie diesen als Bibliothek benutzt. Leider habe ich bisher keine Gelegenheit gehabt, dorthin zu gehen. Aber vielleicht kannst du sie dir ja ansehen. Meinst du wirklich, dass die Erbauer Bücher hatten? Ich bin mir nicht sicher. Aber ihre Zivilisation hat mehr als ein Jahrtausend bestanden. Wieso also nicht? Außerdem scheint es seltsam, wenn sie ihre Geschichte über eine solch lange Zeit nur auf einzelnen Steinplatten niedergeschrieben haben. Daher ist es plausibel, dass wir von anderen Möglichkeiten zur Wissenssicherung einfach noch nichts gefunden haben. Na gut, ich will mal nachsehen. Gut, wenn du etwas findest, gib mir bitte Bescheid. Werde ich machen. So. Dann... werden wir uns hier mal in Ruhe jetzt umschauen. Verwandlung in den Schattenläufer. Das ist ja nicht schlecht. Irgendwas rumschreien hier. Shit. Rasoren. Ich verstehe nicht, warum manchmal das Menü einfach ausgeht. William, bei Vollmond werde ich die Wachen ablenken. Versuche von hier zu verschwinden, aber sei vorsichtig. Wenn du der Straße folgst, kannst du aus den Sümpfen herauskommen. Das Lager der Piraten liegt auf der anderen Seite des Tals im Westen. Von dort aus kannst du mit dem Boot nach Hause zurückkehren. Jemand, der es gut mit dir meint. Vielleicht finden wir diesmal heraus, wer den Brief geschrieben hat und wer William helfen wollte. Und zwar das immer so ein Geheimnis. Welches Level sind wir eigentlich mittlerweile? Wo steht das überhaupt? Hä? Ich habe keine Ahnung, wo das steht.
Immer wieder komplett blind. Naja, keine Ahnung. Bin ich jetzt eine Stufe höher. Ich denke mal, diese Bogenfertigkeit zu lernen, die wird schon Sinn machen, ne? Die für 30 Lernpunkte, ich könnte ja sparen, bis ich 30 habe. Ist auch ein Teleporter. Womit denn? Goldener Fokus. Ich kann ja einmal einen von diesen Teleportern hier aktivieren. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Okay, dann kletter ich mal hier hoch. Es wird dunkel. Danke für die Info, Held. Das wäre uns allen nicht aufgefallen. Es gibt ja schon mich, der nutzlose Informationen hier preisgibt. Über Dinge, die offensichtlich sind. Wie, oh shit, da ist ein Ogre. Dann quatscht der Held auch noch dazwischen. Ist das ein starker Ogre? Also die sind schon stark. Ich weiß nicht, ob ich die... Oh nein, die armen Ogres. Tut mir ja sehr leid für euch. Aber der Schaden ist schon sehr viel besser jetzt mit dem Bogen. Ich finde auch den neuen Bogen optisch sehr gut. Mal kurz Licht anmachen. So. Wenn ich nicht spanne, dann macht das viel weniger Schaden. Hier 100 Erfahrungspunkte, krass. Gut, dass Oger dumm sind. Und Mist, der hat sich befreit. Thank you.
Ogre sind schon echt heftig. Elixier der Stärke. Orkfusel. Den denn her? Habe ich nicht noch irgendwas anderes bekommen? Irgendwie so ein Wein oder so? Nice. Das ist neu? Interessant. Ja, wo haben wir das her? Maikovere und Magier des Feuers, die Natur der menschlichen Seele, Kapitel 2. Die menschliche Seele zu fangen ist nicht leicht. Selbst die dunkelsten Kräfte können dies nicht ohne bestimmte Voraussetzungen. Eine oder mehrere dieser Punkte müssen erfüllt sein. Kontakt mit einem verfluchten oder verdorbenen Gegenstand, der direkte Einfluss von starker dunkler Magie, der naive Versuch, die dunkle Magie zu studieren, aber selbst in solchen Fällen können die finsteren Mächte nur über die bestehenden Löcher in der Rüstung der Seele versuchen, Einfluss zu nehmen. Diese Löcher können ein schwacher Wille, Wut, Angst, je nach Macht, fleischliche Lust oder andere dunkle Gebärden sein. Nun, in diesen Fällen können die Mächte Belias den Schutz der Seele durchbrechen und Macht über diese erlangen. Ein starker Wille und Persönlichkeit können einen gewissen Schutz bieten, dieser ist jedoch bei allen Menschen endlich. Selbst wenn man einen solch starken Willen hat, dem Einfluss der dunklen Mächte im direkten Kontakt zu widerstehen können, einem nur die Diener des Feuers Heilung anbieten. Wo habe ich das her? Was wollte ich noch gerade machen? Achso, ich wollte den Schlafsack. Schlafen machen wir mal 8 Stunden. Ich dachte, es wird schon früher hell. So, da unten ist doch der gute Alligatorin Jacques. Ich glaube, ich töte erstmal ein paar Fangheuschrecken hier. Aber erstmal speichern wir. Ja, die sind ja easy. Easy peasy. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das ist nicht euer Ernst. Okay, Greg Schätze ausbuddeln wird nicht so leicht.
Mist, viel weniger. Und jetzt hat mir der gute Alligator Jack auch noch Erfahrung geklaut. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, die halten nicht mehr so viel aus. Das ist sehr gut. Ich hoffe, auf der Meisterstufe kann ich endlich dann schneller spannen, wenn ich noch 10 Bogenfertigkeit habe. Vielleicht mache ich auch das erst, bevor ich diese 30 LP spare. Bei Bogen könnte ich auch über die Schadenspunkte lernen. Fangheuschrecke. Junge Fangheuschrecke. Du bist nicht One-Hit. War ich euch eigentlich jetzt One-Hit? Was sieht der da hinten eigentlich so aus? Noch nicht ganz, aber fast. Oh shit. Jetzt hat er hier die Mole Rats getötet, oder was? Dieses Schwein. Oh, ein schwarzer Troll ist da oben. Ja, ich glaube, hier gehe ich erst später hin. Skelette haben die... War ich nicht eigentlich eine Truhe? Skelette haben die Goblins... die Orks getötet? Höchst interessant. Wie gefällt dir das? Endlich mache ich bei den Typen jetzt auch Schaden. Interessant, dass jetzt keine Ork Krieger mehr sind, sondern nur Jäger. Das hast du verdient. Ein bisschen Angst, dass jetzt hier wieder Untote kommen.
ich die nicht schaffe. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Also wenn die immer kommen, dann ist das schon übel. Im Nahkampf schaffe ich die nicht. Ich will sie nicht zum Eremiten locken. Wieso kann ich eigentlich das hier... Ja, okay, da könnte ich mich direkt von einer anderen Welt hier hin teleportieren. Ich dachte eben nur so, wir haben ja schon ein Teleporter-System hier in Jakenda, aber das ist ja nochmal. Noch schneller von A nach B zu kommen wahrscheinlich. Wie ich Schattenläufer einfach rasiere. Mittlerweile. Geht. Sache ihm noch seine letzten 28 Goldmünzen klauen. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Enos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch. Aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja? Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her! Lass mich sehen, ob sie mir passen! Tatsache! Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Ja, alles klar. So, wo ist denn... Da ist er doch. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Natürlich. Ich werde doch meinen Kumpel nicht warten lassen. Jetzt musste ich den Bro doch warten lassen. Musste kurz einen Cut machen. Naja, dann laber uns mal voll. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien.
Adanos möge dich schützen. Ich vergesse immer, dass er noch was sagt. Naja, dann gehen wir mal zu Reordian. Wäre eigentlich schon cool, das habe ich auch in anderen LPs schon erwähnt, wenn bei jedem der Herrenhäuser einer der Wassermagier wäre. Da könnte man so eine kleine Mini-Quest mit jedem dort machen. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkandar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Ja, dann mal raus mit der Sprache. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Jo. Dann machen wir das mal. Aber erstmal gehen wir zu Alligatoren Jacques. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Ah, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Crazy Axt hast du da. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Was er nicht erzählt, ist, dass er nur bis 5 zählen kann. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkomme, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder, von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht, noch mal eins zu erwischen.
Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Wird er bestimmt. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Das werde ich. Das Gute ist, diesmal kann ich mich aufs Jagen konzentrieren, weil das Irrlicht alles einsammelt. Du bist kein Mole Rat. Aber der wartet gar nicht auf mich. Naja, ich komme hier später eh nochmal hin. Dann können wir uns um die ganzen Viecher kümmern. Wartest du da? Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Meine Viecher. Ich will alle töten. Komm her, Mistvieh. Da musst du schon früher aufstehen. Jackie Boy. Meine... Meine. Langbogen. Ah, okay. Den hatten wir schon mal bei den Banditen gefunden. Der war nicht so gut. Du wartest da ja, ne? Ich könnte eigentlich kurz... bei Angus und Hank schauen. Das ist doch locker ein Boss. Das ist ein Boss, das sehe ich von hier. Der letzte Alligator oder so. Holy shit, der ist ja ultra. Das Problem ist... man kann echt nicht gut auf diesen kleinen Felsen gegen ihn kämpfen. Aber ich könnte Folgendes versuchen. Er kommt nämlich. Alligatorzahn. Erhöht die Ausdauerregeneration.
Ist nicht schlecht. Aber... Nö. Noch einer. Wenn die zubeißen, dann hauen die aber einen ganz schön weg. Einer Talente-Bonus. Leider nicht mehr plus 10. Ich bin ja schon da. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Ach, hier in Jakenda ist die Welt noch in Ordnung. Mehr oder weniger. Komm schon! Schrei mich nicht an. Wartest du eigentlich auf mich? Natürlich nicht. Dann müssen wir später mit ihm reden. Wir laufen echt schneller als die NPCs. Das Gefühl, dass wir von Stufe zu Stufe immer schneller werden. Aber ist auch nicht verkehrt. Okay. So, meine Sumpfratten. Alles meins. Meine. Elixier der Vernunft. Du bist ein Jagdtalent. Meine Fresse, wenn du so weitermachst, kann ich demnächst im Lager bleiben. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Warum hast du eigentlich den Spitznamen Alligator? Das hat damit zu tun, dass mich mal fast ein sehr großer Alligator gefressen hätte. Das blöde Vieh hat bei mir so fest zugebissen, dass ich fast gestorben wäre. Glücklicherweise konnte mich Samuel retten. Verstehe ich das richtig? Du schaffst es nicht mal, ein einzelnes großes Krokodil zu besiegen. Hast du mir überhaupt zugehört? Es war kein Krokodil. So ein Monster habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen. Die Schuppen von diesem Alligator waren so stark, dass meine Schläger mit meinem Säbel kaum etwas angerichtet haben. Wir haben ihn Puffer getauft. Seitdem vermeiden wir den See, wann immer wir können. Vielleicht sollten wir ihn mal zusammen jagen gehen. Hast du den Verstand verloren? Du solltest diese Geschichte lieber vergessen. Normale Klingen oder Pfeile scheinen ihn nicht verletzen zu können. Und ein einzelner Biss reicht aus, dich in die nächste Welt zu schicken. Falls ich dennoch dieses Monster jagen möchte, wo kann ich ihn finden? Manchmal kann ich seinen Schatten bei der kleinen Insel im See sehen. Aber du bist verrückt, falls du dich wirklich mit ihm anlegen willst. Dein Alligator-Albtraum hat ein Ende. Du verraschst mich doch, oder? Wenn du mir nicht glaubst, dann geh und überzeug dich selbst. Seine Leiche dürfte immer noch beim See liegen. Unfassbar. Du bist ein mutiger Kerl. Ich respektiere das. Ich danke dir, dass du mir diese Last von den Schultern genommen hast. Leider habe ich kein Gold bei mir. Aber ich kann dir ein Schattenläuferfell von meiner letzten Jagd geben. Hier, nimm es. Danke. Kannst du mir was beibringen? Klar. Ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Bogen.
Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Warte mal, wie viel haben wir? Fünf? Hey, wir haben doch noch fünf. Warte mal. So kann ich denn nicht. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Die Fähigkeit muss verbessert werden, plus eins. Warum? Ah, weil es jetzt teurer wird. Das kostet mittlerweile schon drei. Naja, ein Punkt noch und dann sind wir Meister. Bogenschütze. Und da kann ich erstmal auf Einhand gehen. Zack. Ich schnitze euch alle weg. Wo ist er? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Danke. Ich habe schon richtig Bock, Jaken da komplett zu erkunden. Aber das wird richtig nice. Ein besonderer Snapper oder warum sieht der da so komisch aus? Ah ne, das ist gar kein Snapper, das ist ein... Was machst du da? So macht das doch Spaß. Ich hoffe ja wirklich, dass ich mit der Meisterhaltung dann, vielleicht habe ich eine Steintafel des Bogenschützen, das müsst ihr gleich mal gucken. Oder kann ich ja jetzt gucken. Vielleicht mache ich mit der Meisterhaltung dann einen, oder kann ich schneller spannen. 100 Sehne. Des Jägers. Oder, hatte ich überhaupt schon jemals eine des Bogenschützen? Ich liebe ja Jaken da, ne? Also die verschiedenen Biome hier, die Musik, das Level-Layout. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Gegend hier vielleicht erweitert wurde. Und ich freue mich, dass ich ja eben schon gesagt habe, so richtig darauf hier alles zu erkunden. Gerade weil man hier bestimmt viele neue Sachen auch finden kann. Was verbuddelt, aber das ist ja das Versteck von Francis. Die Sache ist, kommen hier auch Untote? Hey. Hey! Nein, nicht du. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ruhe. Alter Eisen durch. Das Heuerbuch, das können wir dann später lesen. Wir können auch Francis einfach verprügeln. Spielt ja eigentlich keine große Rolle. Naja, hier gehen wir dann später hin mit den Boys.
Wobei ich auch echt gerne alleine unterwegs bin, hier im Canyon. Generell bin ich auch gerne in Gothic alleine unterwegs. Es ist immer mal eine schöne Abwechslung, also diese Quest mit den ganzen Banditen, die ist schon cool. Aber bei Gothic stört es mich nicht, alleine unterwegs zu sein. Wenn die Begleiter-KI zumindest besser funktionieren würde, dass die zum Beispiel auch immer einfach wieder spawnen oder so, dann wäre das ja nochmal was anderes. Aber irgendwie wurde es ja später bei den Piranha-Bytes-Spielen so ab Risen 2 normal, dass man immer jemanden dabei hat. Dann ist es auch nichts Besonderes mehr, ne? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde, wenn man zum Beispiel im Gothic Remake immer jemanden dabei hätte. Klar, es ist optional. Was ich daran cool finde, was modernere Piranha-Bytes-Spiele ja auch ganz nett gemacht haben, ist, dass teilweise sich die NPCs dann so ins Gespräch einklinken. Das kann ganz witzig sein. Wenn es gut gemacht ist, ne? Hey, du! Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig, aber der ist zurzeit nicht da. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten. Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Mach ich. Du hast ja überlebt. Zack. So, was sind das denn für Bandidos? Schwache Banditen. Könnte sein, dass ich die One-Hit mache. Der wollte noch gerade trinken. Du Anfänger. Das war übel. Du Anfänger und dann One-Hit. Das war schon crazy. Wow, die töten mich ja. Ich bin vergiftet. Ich wusste gar nicht, dass die einen vergiften können. Naja, da muss ich es nochmal machen. Ist ja kein Hexenwerk. Ich fand es nur so geil, wie der eine gerade... Also der trinkt und dann stirbt er erst. Ist das alles, was du kannst? Hauptsache, den letzten muss er immer so dissen noch. So, und jetzt bin ich hier mal ein bisschen vorsichtiger vielleicht. Mann, die sind doch gar nicht so schwach, die Dinger. Vielleicht ein bisschen übermütig gerade gewesen. Ist ja auch so ein bisschen Glück abhängig, ob ich kritte, ne? Joltmünzen. Hier oben mal was versteckt. Tatsache. Da freue ich mich doch.
Meisterknagger. Stahlhelm? Das ist mir nicht möglich. 120 Stärke brauche ich dafür, krass. Ja, helmtechnisch, also der ist schon, bietet schon guten Schutz. Frag mich, ob es da noch weitere, ich ziehe glaube ich mal ein bisschen wieder die Kapuze an. Ich frag mich, ob es noch weitere Helme gibt, die auch sich für Geschicklichkeitscharaktere eignen. Vielleicht irgendwie verzaubert sind oder so. Das wäre doch was. Die Palisade sieht diesmal anders aus. Zu dünnen Stäben, das macht auch irgendwie mehr Sinn. Weil hier wachsen gar nicht so fette Bäume. Okay, die Palmen. Ne? Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus. Halt! Freund oder Feind? Feind. Du willst wohl, dass ich dir den Arsch versohle, du Spaßvogel. Sag, was du hier willst oder verschwinde ganz schnell wieder. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Du hast doch Gold, oder? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund. Dann wird's vielleicht billiger für dich. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Ja, und ich werde euch gebührend empfangen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.